Na gut, wir könnten hier die paar Sachen bei ihm verkaufen. Vielleicht hat er wenigstens im Süden zu irgendwelchen Schwierigkeiten gekommen. Vielleicht sollten wir nach Nashkel gehen. Naja, das steht hier. Ein weiteres Attentat auf mich. Ein weiterer Fremder hat versucht, mich zu töten. Dieses Mal im freundlichen Arm. Wer schickt diese Attentäter? Ich habe auf der Straße zum freundlichen Arm einen seltsamen Mann kennengelernt. Er schien an mir interessiert, doch ich weiß nicht warum. Er war ein bisschen eigenartig. Das haben wir kopiert. Und das kennen wir sowieso. Ihr braucht nur zu fragen. Dann gucken wir mal, was alles ja? So offen wie ist. Ihr wünscht. Gutes Jank, denn ich verschwinde jetzt. Das, was geschlossen ist, das knacken wir einfach mal. Ja, mit dem Schloss knacken. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit dem Schloss knacken ist es halt in diesem Spiel. Alle mal lächeln. Du das bist besser in der Stabilität als diese Steinmauern vorzeigen. Habt ihr schon gehört? Es gibt da südlich vom freundlichen Arm seinen ungehobelten Oger, der total auf Gürtel abfährt. Er wollte mir entweder meinen neuen Gürtel der Durchdringung oder mein Leben nehmen. Wollte nicht mal eine signierte Ausgabe von meinem Buch haben. Hey, wenn ihr mir den Gürtel wieder beschafft könnt, wäre ich euch echt dankbar. Ja, ein spitzbübischer Oberger. Nach den Aussagen einer Zwergenpriesterin namens Anche hört man wenig südlich vom freundlichen Arm immer mehr von einem spitzbübischen Oger. Mit einem Gürtelfetisch. Anche sagt, sie sei Schriftstellerin. Vielleicht schenkt sie mir eine Ausgabe ihres Buches, wenn ich ihren Gürtel der Durchdringung wiederfinde. Hm. Toll. Ja, hier schlafen alle. Mal gucken. Ist irgendwas offen? Oder Vorfall? Eine Axt. Und ja, ich rechtfertige das damit, dass wir alles, was wir, gerade alles, was uns zur Verfügung steht, irgendwie brauchen können. Ich bin ja neutral böse. Deswegen auf den eigenen Vorteil immer bezogen. Der eigene Vorteil sagt im Augenblick gerade, nimm, was du kriegst. Was wo? Ich hab genug davon! Wo ihr braucht, nur zu fragen. Okay. Und beim Edelmann hier drin. Welcher Edelmann hat eigentlich die Gambosse? Also diesen Sein dringend zu bedeuten, ich zahle gutes Geld dafür, nicht gestört zu werden. Welchem Recht steht denn bei der Privatsphäre? Aber ich frage, was euch in den freundlichen Arm führt? Nein, ganz sicher nicht. Das ist meine Angelegenheit. Haut ab, sonst rufe ich die Wachen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hi. Ein Vergnügen, Sie zu treffen. Hey, mein Keller im Berghaus ist von giftigen Spinnen befallen. Bentley hat gesagt, ich könnte hier bleiben, bis sie weiterziehen. Ich falle ungern jemanden zur Last. Ihr werdet das Haus schon erkennen, gleich westlich vom widrigen Schwindler. Ihr nehmt diese Tränke mit, das sind Gegenmittel gegen Spinnengift. Den Rest könnt ihr behalten. Wenn ihr die alten Stiefel von meinem Mann mitbringt, die er da unten aufbewahrt, lege ich nur 120 Goldmünzen drauf. Und wenn ihr dann noch eine tote Spinne oder eine gute Flasche Wein mitbringt, lasse ich vielleicht noch mehr springen. Okay. Landrins Habseligkeit. Landrin, eine Gnomin im feuchtigen Arm, ist scheinbar aufgrund einer Spinneninvasion in dem Keller kürzlich von zu Hause geflohen. Sie hat mir erzählt, dass das Haus westlich vom widrigen Schwindler in Berikost liegt. Sie möchte die Stiefel ihres Mannes sehen, wenn ich komme, um meine Belohnung einzufordern. Außerdem hat sie angedeutet, etwas mehr springen zu lassen, weil ich auch ihre Weinflasche und einen Spinnkörper mitbringe. Mhm. Also ja, Gegengifte. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Und irgendein Edelmann gibt mir ja seine Pantalons, nicht Gambossons.
Mal gucken, ob ich es in diesem Durchspiel schaffe, alle drei zu kriegen. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, die silbernen versäumt. Okay, Emoin ist zu weit entfernt, um ihr 4 Pfeile zu geben. Da, Emoin. Die soll ich stacken? Worum geht es dies? Ihr braucht nur zu fragen. So, da kommt es eigentlich nur du als Edelmann in Frage. Auf der Halbding, hast du was Interessantes hier? Nein. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum Keine kümmern. Zeit für Plaudereien. Wird aber auch langsam Zeit, dass du kommst. Hier, diese Kittel müssen bis heute Abend gewaschen und geplättet werden. Sei besonders mit den güldenen Pantalons vorsichtig. Da haben 15 Frauen und ein kleiner Junge aus Kalimstan 12 Tage und 4 Nächte dran gewebt. Also achte auf die Nähte hier und poliere mir das. Und poliere mir das hier. Los an die Arbeit. So sehr ich auch immer davon geträumt habe, goldene Pantalons zu besitzen, muss ich doch gestehen, dass ich nicht der Laufbursche bin, den ihr erwartet habt. Ja, verehrter Herr, Pantalons bis heute Abend gepresst und gebügelt und das Frühstück ist gratis, mein Herr. Das war alles, lebt wohl. Wartet mal, keinen Schritt weiter. Hier hast du ein paar zusätzliche Mützen. Mach mir eine Falte rein, auf die Papa stolz sein würde. Wenn du weißt, was ich meine. Los, vorwärts. Hey, 2 Gold und goldene Pantalons. Pantalons in einer Qualität, die bis dahin weder Mensch noch Tier bekannt war. Ein sportlicher Schnitt und Tragekomfort, der samt unterstützt und zugleich verwöhnt. Und schmeichelt eure Schenkel, betört eure Waden. Erfreut euch an goldenen Pantalons, noch heute, Hosen, die ihr mit Stolz eurer Mutter zeigen würde. Falls Mutter eine forsche Reiterin und tapfere Kämpferin wäre, ja. Wie kann ich helfen? Worum geht es? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. So, dann können wir erstmal hier aus dem goldenen Arm raus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach ja, und der hat ja was dabei. Kampfstab brauchen wir nicht unbedingt. Gib das mal in die Schriftrollen. Kopfgeld ausgesetzt. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass auf Redoyer das Zielkind von Orion ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Redoyer würde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Wer mit einem Beweis für seine Zahl zurückkehrt, wird mir nicht weniger als 200 Goldmünzen belohnt. Über Geld werden diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt und das Schicksal des Ziels teilen. Die Notiz müssen wir nicht unbedingt kopieren. So, in das Haus kommen wir nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal den freundlichen Arm innen an, dass wir alles aufgedeckt haben. Gucken, ob wir noch irgendwas Brauchbares finden können. Ah ne, hier ist dieser kleine Steingarten, sag ich jetzt einfach mal. Tempel der Weisheit, ja. Ihr seid willkommen hier unter den Augen von Karl Glitzergold. Für ein paar ehrwürdige Mützen kann ich euch heilen, falls ihr es wünscht. Was für Heilmittel habt ihr? Heiltränke und so weiter. Sind wir mal so nett und spenden 24 Gold. Meine Spende für den Tempel war zwar ansehnlich, doch nicht genug, um Ansehen zu erhöhen.
Ich gehe dir Menge Ärger, deinen Naschke. Monster oder sowas sollen angeblich die Arbeiter der Mine töten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Es ging Gerüchte um, dass der Betrieb in der Mine von Naschke durch etwas gestört wird, das mit der Eisenknappheit zu tun hat. Nee, das zu der Eisenknappheit beiträgt. Habe ich mich doch verlesen. So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na, verkeilt euch nicht hier alle. Probleme der Region Räuberplage. Naja. Okay. Das neue Tagebuch ist eigentlich recht nett. Hier oben sind auch nochmal zwei Kühe. Die haben hier so richtig viel Milch. In das Haus noch rein. Ja. In die zwei Häuser können wir noch rein und dann war's das hier erstmal. Wie ihr wünscht. Kann man nicht mal sicher nach Naschke reisen? Ich hänge seit Wochen hier fest, kann nur rumsitzen und trinken. Nicht, dass es anderswo viel anders täte, aber ich hätte zumindest gerne die Wahl. Na gut, den hier zu beklauen ist keine gute Idee. Ihr braucht nur zu fragen. Und dann haben wir noch die Tür hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich bin ganz Ohr. Hey, da ihr seid neu hier, stimmt's? Könnte ich vielleicht um etwas bitten? Sagt, was ihr wollt, aber schnell. Ja, ihr scheint gut geeignet zu sein. Ich brauche jemanden, der ein paar Schädel für mich einsteckt. In Sichtweite des Wirtshaus bin ich von einer Bande Hobgoblins angegriffen worden. Die haben mich völlig ausgeraubt und ich will mir gerne revanchieren. Die meisten meiner Sachen lagen mir ja nicht so am Herzen, aber meinen Ring will ich zurück. Den habe ich nämlich von meinem Vater, müsst ihr wissen. Was springt für mich dabei raus? Nichts. Ich habe kein Geld, das ich euch geben könnte. Immerhin bin ich gerade ausgeraubt worden. Oder? Ihr müsst das aus Nächstenliebe für mich tun. Gut, mir hängt meine Reputation gerade ein bisschen sauer auf. Deswegen sage ich mal, okay, wir helfen. Ich danke euch. Die Kreaturen sind ein Stückchen nördlich vom Wirtshaus zu finden. Ich könnte schwören, dass ich vor den Zimmern im Obergeschoss fast sehen konnte. Bringt mir meinen Ring hierher zurück, wenn ihr ihn habt. Den erkennt ihr schon, wie ihr ihn seht. Das ist ein sehr auffälliger Flammentanzring. Okay, dann töten wir erst ein paar Hobgoblins um den freundlichen Arm herum. Wie ihr wünscht. Also ich gehe einmal im Uhrzeigersinn um den Arm herum. Tu mir auch alle Seitenkarten aufdecken. Für den Anfang werde ich Imuen auf jeden Fall behalten. Wahrscheinlich bis wir durch Naschke die Minen durch sind. Und ein paar Hobgoblins aufnehmen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sollte auch möglich sein für uns. Mal Quicksave machen zwischendurch. Sicher ist sicher. Verschont vor der Wand. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Können wir die auch mal.
dann können wir den ganzen überschüssigen Tant hier dann auch verkaufen, den wir so bei den Hobgoblins finden. Ja, irgendwann muss ich auch dann meine Rüstung gegen eine Robe tauschen.